Hallo und herzlich willkommen und weiter geht's mit City Skylines. Und geht doch weiter, ne? Ja, jetzt geht's weiter. Also, gut, also wir haben hier ein Stadion, wir haben unsere Monorail Line. Die einmal hier ganz durchgeht. Und dann hier ins Industriegebiet. Hier oben haben wir den Campusbezirk, der allerdings ein bisschen klein ist immer noch. Wir haben eh noch nicht genug Studenten, damit das Ganze auflevelt. Hier oben sieht es mittlerweile, naja, immer noch nicht ganz so gut aus. Wo haben wir denn die Bahnlinie hier? Haben wir eine Bahnlinie in der Nähe? Hier. Genau, die haben wir hier auch schon verbunden. Wir brauchen im Grunde genommen eine Passagierbahnlinie hier beim Tourismusgebiet, damit die Reisegäste hier irgendwo ankommen können. Oder wir bauen die Monorails weiter aus, hier rüber. Das ist die Frage, wie machen wir das, ohne wir könnten hier über einen Fluss bauen. Das könnten wir tun. Könnten wir versuchen zumindest. Hier, okay. Warte mal, wir hätten das Ganze auch auf Straßen legen können, sehe ich gerade. Das wäre vielleicht viel schlauer gewesen. Ne? Versuchen wir das mal. Hier haben wir eine Wecker. Oh, verdammt. So, es ist schon wieder eine halbe Stunde um. Nein. Wo waren wir gerade? Da. Genau, auf eine Two-Lane-Road. Dann müssen wir hier mit Straße. Warte mal, können wir das nicht hier oben hinsetzen? Und dann einfach mit der Straße hier verbinden. Das sieht doch gut aus. So, dann können wir das zumindest hier schon mal wegnehmen. Das geht. Also hier auf Straßen könnte man auch Winkel machen. Das ist gut zu wissen. Dann nehmen wir das hier alles weg. So. Dann müssen wir hier irgendwo wieder eine... Obwohl, warten wir, wollen wir das mal nicht überstrapazieren hier. Und das Konzept. Und stattdessen hier die beiden verbinden. So, da haben wir schon mal die beiden Ecken und dann können wir hier vielleicht noch eine Monorail Station bauen, die wir dann einfach verbinden, indem wir hier diese Straßen upgraden. Das war verkehrt, ach naja, machen wir später.
So. Und zwar könnten wir das hier hinten machen. Oder doch lieber hier. Machen wir das mal hier. So. Und dann so, fertig. Jetzt haben wir hier das auch verbunden. Wir könnten im Prinzip könnten wir das sogar weiterführen hier und dann noch eine Station am. Müll ist leer. Sehr gut. Können wir die Mülldeponie abreißen? Wir haben ja Recyclingzentren. So. Was wir aber machen müssen, ist jetzt neue Linien für die Monorail planen, weil das ganze Konzept hier kaputt gegangen ist. So. Machen wir das mal. Achso, hier ist. Also hier müsste jetzt auf jeden Fall genug Verkehr sein. Für das Industriegebiet. So. Und die Rückfahrt. So, sehr schön. Haben wir schon mal das. Und dann haben wir hier sogar noch Platz für weitere Gebäude. Wir können mal gucken, was hier fehlt. Vielleicht reißen wir einfach hier diese ganzen Wohngebiete ab und machen dadurch den Campus größer. Das wäre eine Idee. Na, und machen stattdessen hier aus ein paar von diesen Gebäuden noch Wohngebiete mit hoher Dichte. So, dann machen wir das mal größer. So. Ist auch noch ein Haus. Ach so, das muss hier unten weitergehen. So. Das haben wir auch weggelöscht. Gut. Cool. Dann schauen wir mal, was wir hier noch einbauen können. Ich glaube, wir hatten noch keine. Hatten wir die Study Hall schon? Nein, hatten wir noch nicht. So, das machen wir dann hier. Der Hörsaal für die Uni kommt hier hin. Und einen Buchclub hatten wir auch noch nicht, wa? Nee. Und wie viele. Oh. Cool. Das akademische Jahr ist vorbei. So, jetzt brauchen wir nur noch Studenten hier. 75 von 500 haben wir gerade. Wenn wir 500 haben, wird aufgelevelt, dann können wir hier neue Gebäude bauen. Gut, was ist hier mit dem Park? Da fehlen noch 400 Besucher, dann levelt der auf. Sehr gut.
Ich glaube, das wollten wir hier so lassen, ne, den Wald. Wollen wir noch mehr Monorails durch die Stadt bauen? Könnten wir jetzt hier machen. Hier an der Hauptstraße längs, das wäre doch eine Idee. Ist die Frage, wo wir dann die Haltestelle bauen hier. Können wir hier zum Beispiel bauen, wenn wir vielleicht ein paar Gebäude abreißen, aber das wäre direkt an der breiten Straße hier. Machen wir erstmal die Linie und dann können wir immer noch entscheiden, wo wir unsere Haltestellen bauen. Bauen das hier mal überall über der Straße. Dann könnten wir hier gleich noch eine Haltestelle bauen, die dann auch toll. So, sieht doch gut aus. Das müsste sogar die Häuser hier retten. Allerdings müssen wir jetzt hier das Gebiet neu einfärben mit Distrikten. So, das macht aber nichts. Warum verbinden wir die beiden nicht? Das können wir jetzt nämlich auch machen. Dann haben wir hier geschlossene Schleife von Monorails. Oh, will er uns nicht lassen. Ja. Distance too short, slope too steep. Na gut, doch nicht. Dann machen wir hier halt Alleen hin. So. So. Und dann können wir hier natürlich eine neue Haltestelle bauen. Aber das lassen wir erstmal, bis wir andere Haltestellen hier auf dem Weg haben, glaube ich. Weil hier brauchen wir eine. Hier ist Platz. Reicht das? So, gucken wir mal. Da sind Gebäude im Weg, okay. Schauen wir mal, ob wir das nicht doch noch hinkriegen hier. Siehst du, geht. So, und da schließen wir die Straße an. Das sieht doch alles schon sehr schön aus. Und wir verlieren sogar kaum von den Gebäuden, aber hier können wir gleich mal ein großes hinstellen. Cool. Wollen wir hier noch was hinbauen? Nee, die beiden reichen, glaube ich. Okay. So, dann wird das die zweite Monorail-Linie.
da wollen sie uns nicht hinlassen. Hoffen wir mal, dass das... Ich glaube, Monorail ist ziemlich laut, ne? Vielleicht rächt sich das noch, aber sehen wir dann. Oh, oh, oh. Es brennt, es brennt. Haben wir überhaupt schon einen Hubschrauber? Einen Feuerwehrhubschrauber? Scheinbar nicht. So, sonst kann es nämlich zu Waldbränden kommen, wenn man hier nicht überall diese Türmchen hinsetzt. So. Cool. Ah, und die Stadt ist wieder gewachsen. Sehr gut. Bus Metro Hub. Waste Transfer Facility Intercity Bus Terminal. Aha, okay. Wie sieht der Verkehr denn aus? Also hier könnten wir vielleicht noch was hinbauen. Hier ist sehr viel Verkehr. Und hier die untere Straße. Könnten wir auch noch. Da haben wir zwar schon U-Bahn. So in dem Bereich. Das hier sieht auch nicht schön aus, aber da können wir wenig machen. Das ist der Industrieverkehr. Können wir hier das hier anschließen irgendwie?
Ja, können wir. Gut, dann können wir diese. Das hier wegnehmen. Wir brauchen noch nicht mal eine neue Haltestelle zu bauen dort. Und hier bauen wir das daran. So, dann haben wir da eine Haltestelle. Gucken, ob wir die von. Können wir die von hier machen? Ja, können wir. Ja, passt. Sehr gut. Dann haben wir hier die dritte Linie vom Industriegebiet zum Tourismusgebiet. Keine Ahnung, was das soll, aber schauen wir mal. Jo. Das sieht doch alles schon gar nicht schlecht aus hier mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das ist unsere. Das rote sind die Monorail-Stationen. Das grüne hier ist die U-Bahn. Mehr haben wir bisher nicht. Was ist hier los? Warum ist hier Krach? Ich habe keine Ahnung, warum hier Krach ist. Warum sind die krank? Citizens are sick. Warum? Hier oben ist Krach. Okay, warum ist hier Krach? Macht der den Lärm? Merkwürdig. Aber was wir machen können, ist hier ein. Da, wo die kranken Leute wohnen, machen wir einfach einen Park hin. So. Oh, wir müssen die Straße hier upgraden. Weil die gilt scheinbar nicht. Vielleicht wenn wir. Nee. Bauen wir hier mal die mit Fahrradwegen hin. So. Was ein Verkehr heute hier. Meine Güte. Jetzt auch wieder Krach. Ich glaube, das ist hauptsächlich der Verkehr, oder? Was wir da machen können, ist, wir können hier Alleen reinbauen, weil die Bäume schlucken ein bisschen von dem Krach. Es hat ein bisschen geholfen, aber nicht wirklich abschließend scheinbar. Obwohl, doch. Scheint zu klappen. Das machen wir dann einfach hier genauso. Naja, hier ist immer noch Krach.
Warte mal, hier ist ein Gebiet, wo kein Gebäude und nichts steht. Hier können wir noch Bäume hinpflanzen, einzelne. Dachte ich zumindest. Scheint nichts zu bringen hier. Wir brauchen neue Gewerbegebiete. Die bauen wir am besten hier unten hin. Müssen wir wieder uns an die Straßenhierarchie halten hier mit den Einbahnstraßen, die abgehen von dem Inneren. Und wenn die jetzt hier sind, dann ist das auch nicht zu laut für die Wohngebiete. Was ist hier eigentlich? So. Bauen wir mal Bäume rein, die dann nachher zwischen den Häusern stehen, wenn das so läuft, wie es soll. So, dann schauen wir mal, wie gut unser öffentliches Verkehrssystem hier angenommen wird. 366 Fahrgäste pro Woche. Ach, das ist die Metro. Okay. Und die Monorail-Linien haben insgesamt die eine, die erste, die große, mit den 10 Stops hat 241 Fahrgäste und die anderen beiden jeweils um die 40. Naja, immerhin werden sie benutzt. So. Hier gibt es wieder Probleme. Not enough goods to sell. Das können wir beheben, indem wir hier in die Nähe ein Lagerhaus stellen. Wir hatten hier doch ein Lagerhaus. Wo hatten wir das? Das hier, Large Warehouse, Zoned Industry. Wir brauchen hier noch eins für Consumer Products. Und zwar stellen wir das am besten hier hin. Dann ist das halb im Industriebereich und halb da, wo es hingehört, weil diese Straße ist sowieso zu viel befahren. Da machen wir das mal lieber nicht hin. Sondern hier hin. So. Dann müssen wir hier einstellen, dass hier Consumer Goods rein sollen. Nicht genug Wasser. Ja, das können wir beheben, das Problem. So, hoffen wir mal, dass das hilft. Was ist hier unten? Hier ist auch im Briar Rose District. Not enough goods to sell, hier auch, okay. Ach, das ist unser Rotlichtbezirk quasi, ja? Mit den ganzen Bars und hier ein Comedy Club.
Ja, wunderbar. Das war es dann wieder für heute. Wir haben uns ein bisschen versucht, um Verkehrsprobleme zu kümmern. Zu einer besonderen Entlastung hat es hier in den Bereichen nicht geführt. Wir haben insgesamt einen Traffic Flow von etwa 60%. Das ist nicht so viel. Vielleicht müssen wir das Ganze ein bisschen aufbrechen und hier ein paar Autobahnen reinbauen oder so. Ich weiß es nicht. Obwohl Straßen breiter machen ja meistens nicht hilft bei sowas. Ja, und ansonsten müssen wir mal schauen, was wir hier sonst noch machen wollen. Wie viele Studenten haben wir hier? 77, halt immer noch nicht so viel. Oder? Vielleicht sollten wir hier. Ah ne, wir haben hier schon eine U-Bahn-Station in relativer Nähe. Obwohl hier könnten wir eine hinbauen. Das könnte eventuell helfen. Obwohl ist hier eine? Hier ist eine. Wir haben eine U-Bahn-Station direkt am College und trotzdem geht da keiner hin zum College, komisch. Vielleicht haben wir zu wenig Highschools, dass die alle gar keinen Abschluss machen könnten. Oh, wir haben zu wenig Grundschulen. Okay, da kümmern wir uns dann beim nächsten Mal direkt drum. Wenn es dann wieder heißt City Skylines und ja, macht diesen ganzen YouTube-Kram. Like das Video und drückt den Subscribe-Button und schreibt einen Kommentar, wenn ihr mögt. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.